Heute mache ich Cider-Bratwürste, auch Apfelwein genannt. Dafür benötige ich scharfen Senf, braunen Zucker, Dattelsirup oder ihr könnt auch Zuckerrübensirup nehmen, süßen Senf, natürlich Bratwürste. Meine sind jetzt so kleine Nürnberger Bratwürste. Wichtig ist, dass sie roh sind und grob. Zwiebeln und einen Apfel. Die Bratwürste werden jetzt ringsrum, am besten mit einem Rouladenspieß, eingestochen, mehrmals eingestochen. Und dann lege ich sie in eine Form. Ich steche die Bratwürste ein, damit der Apfelwein gut einziehen kann. Ihr müsst natürlich nicht so kleine Nürnberger nehmen, ihr könnt auch große Bratwürste nehmen. Hauptsache sie sind roh und grob. Ich halbiere meine Zwiebel, schneide mir wie immer das Wurzelstück hinten dran weg und jetzt schneide ich die in Halbringe. So, und jetzt noch den Apfel. Den Apfel halbiere ich mir. Dann mache ich mir Viertel. Kann die Hose entfernen. Der ist gewaschen, ich lasse die Schale dran. Und dann schneide ich mir den auch in Scheiben, so wie die Zwiebel. Und als letztes kommt jetzt der Cider oder Apfelwein drüber. So schaut es jetzt aus. Ich habe das jetzt alles gut bedeckt. Wenn die Äpfel jetzt da oben drauf nicht ganz voll bedeckt sind, ist nicht schlimm, weil es kocht ja und daher passt es so. Die sind schon mal fertig, die gehen dann auf den Grill. Der heizt bereits vor. Jetzt mache ich noch einen Senfdip dazu. Da habe ich schon einen scharfen Senf drin. Jetzt kommt der süße Senf dazu. Und noch den Dattelsirup. Wie gesagt, ihr könnt auch Zuckerrübensirup nehmen. Und den braunen Zucker brauchen wir dann noch zum Karamellisieren. Das verrühre ich jetzt, den Senf und den Dattelsirup. Und natürlich muss ich den mal probieren, ob der mir so schmeckt. Oder ob ich noch was dran machen muss. Der ist perfekt, den lassen wir so. Der Grill ist vorgeheizt, jetzt gebe ich unsere Bratwürste hinein. Und lasse sie 20 Minuten vor sich hin köcheln. Zehn Minuten sind vergangen, wir schauen mal rein, wie weit unsere Bratwürste sind. Ja, das kocht leicht vor sich hin, das lassen wir so weiter kochen. Unsere Bratwürste haben jetzt 20 Minuten lang leicht geköchelt auf dem Grill. Jetzt nehme ich die Pfanne etwas näher an die Plansche und gebe die Zwiebeln und die Äpfel auf die Plansche. Und die Bratwürste gebe ich auf den Grill. Das geht. Nun gebe ich den Zucker über die Äpfel und die Zwiebeln und lasse das Ganze karamellisieren. Ich mische das ein bisschen durch.
und solange das jetzt karamellisiert, wenn das gebraut ist. Nun ist alles fertig. Ich nehme das jetzt vom Grill und dann geht es in der Küche weiter. Ich schneide mir jetzt ein Stück Baguette auf. Gebe da meine Bratwürstchen drauf. Zwiebeln und Apfel darauf. Jetzt kommt noch unser Senf dazu. Und jetzt werden wir uns das Ganze schmecken lassen. So sieht es jetzt aus. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und wenn ihr auf die Glocke drückt, werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!